Warum gibt es bei uns keine Patenschaften? Das ist tatsächlich eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Und die Antwort ist eigentlich denkbar einfach, weil wir bei der Zeltschule den kleinstmöglichen Verwaltungsapparat haben, den man sich vorstellen kann für eine Organisation, die mittlerweile über 20.000 Menschen versorgen muss. Wir haben keine Angestellten vor Ort, das heißt, wir haben dort niemanden, der ein Büro hat, der Computer hat, der Telefone hat, der die Akten führt für die Kinder, die dort unsere Schulen besuchen. Das machen alles wir. Und deswegen können wir sind zu dritt im Büro hier in München, und deswegen können wir das einfach nicht stemmen, dass wir wirklich direkte Verbindungen zwischen Kindern und Paten hier vereinbaren und abwickeln würden, dass wir dann vielleicht Brief- oder Fotokontakt zwischen ihnen managen würden. Das würde für uns einfach einen wahnsinnigen Mehraufwand von Personal bedeuten, das wir dafür einstellen müssten. Und das würde vor allem bedeuten, dass ein Teil unserer Spendengelder, ihrer Spendengelder, nicht mehr da ankommt, wo es hin soll, sondern in Gehälter fließen würde. Und deswegen bieten wir zwar die Möglichkeit, dass sie ganz direkt ein Kind fördern und einem Kind Schule ermöglichen, aber leider ist es uns nicht möglich, dass sie direkten Kontakt zu diesem Kind haben oder dass wir für jedes Kind ihnen eine Geschichte liefern könnten oder ähnliches. Was den Auftrag natürlich nicht weniger dringlich macht. Deswegen vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe, auch unter den Umständen, dass wir mehr Wert darauf legen, dass das Kind etwas davon hat, leider, als dass Sie etwas davon haben. Das sei uns verziehen.